Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Five Nights at Freddy. Ja, es ist ja tatsächlich ein bisschen ausgefallen in letzter Zeit. Ich hatte wirklich eine ganze Menge um die Ohren. Auch The Long Dark ist ausgefallen. Ich glaube 2 Tage oder sogar 3. Tut mir ein bisschen leid. Es ging aber wirklich nicht anders. Ich hatte echt den Arsch voll zu... Oh, das war die Tastatur. Ich hatte echt den Arsch voll zu tun. Ja, mal gucken. Ich denke mal, ab jetzt wird das wieder relativ regelmäßig. Aber ja, manchmal hat man halt echt zu viel zu tun. Wir hatten letzte Folge hier eigentlich verloren, denn wir hatten zu wenig Energie am Ende. Die Energie hat nicht ausgereicht. Dann geh weg. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen Energie sparen. Wie genau wir das jetzt machen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sitzen jetzt einfach bloß hier rum und warten und hoffen einfach, dass die Energie nicht so schnell weggeht. Wir müssen halt nur gucken, dass die hier bleiben. Mittlerweile kennen wir das Spiel ja schon ein bisschen. Ist ja fast wie Wunder. Ich denke, wir können uns hier ein bisschen umgucken, so ein bisschen an der Wand lücken, was da so... Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Einer ist schon weg. Okay, wo ist der Erste? Ich weiß echt nicht, wie ich das mit dem Energiesparen hier machen soll, denn das ist ein echtes Problem. Naja, was will man machen? Ja, ist noch bitte... Ja, die Ente ist auch noch da. Die Ente ist nämlich ganz böse, denn... Keine Ahnung, ich brauche einen Namen für die Ente. Enti-Ente ist voll böse. Ja, Freddy Frat-Frat ist böse und ich weiß gar nicht, wie der Dritte heißt. Der Dritte heißt einfach Häschen. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Also wenn ein Hase so dasteht, dann stimmt mit Hasi wirklich was nicht, glaub mir. Wir waren übrigens noch bei 5 Uhr morgens, wenn man sich erinnern kann. Das heißt, es hat bloß eine Stunde gefehlt. Was dann doch schon ein bisschen schmerzhaft ist. Aber okay, was willst du machen, ne? Wenn der hier einmal seinen Kopf kriegt, dann gibt's ja Ärger. Oh, 88% haben... Oh, ja, wir hatten 88%. Normalerweise müssen wir jetzt verklagt werden, wenn wir nämlich alle Nazis sind. Also ohne Scheiß, es gab mal ein Waschmittel, das wurde verklagt, weil hinten 88 drauf stand. Also beziehungsweise 88 Wäschen. Ist ein bisschen lächerlich, aber gut, man kann sich erinnern. Läuft eigentlich ganz gut hier. Ich habe halt nur Angst, dass die sich hier so ein bisschen bewegen, weil die halt böse sind und Rollschuhe tragen. Das wäre meine Erklärung, warum die jetzt hier rumlaufen. In Wirklichkeit sind das glaube ich Roboter, aber Rollschuhe, wirklich Rollschuhe. Rollschuhe wären irgendwie cooler. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Man muss sich mit dem zufrieden geben, was man kriegt. Und wenn man das nicht tut, dann... Na, tut man es halt nicht und ist nicht zufrieden. Ich frage mich auch, warum der Typ in seinem Sicherheitsbüro irgendwie 2 Türen hat, rechts und links. Und irgendwelche Überraschungsposter. Wo ist er? Okay, jetzt steht er hier. Es sind aber noch beide da. Das heißt, er kommt jetzt verdammt nah schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass der uns hier gleich ein bisschen screwt, beziehungsweise erschrecken tun werden haben, nachdem er seine Wurstbrot gegessen hat. Ich glaube, der hat einfach nur Hunger. Der ist wie Fatty Buletti, der will mir einfach nur einen Arsch beißen. Weil der aussieht wie Hackfleisch oder sowas. Okay, jetzt ist er hier. Moin, Jungs. Alles fresh? Alter, jetzt wird's echt heikel, ne? Wenn er da verschwindet, dann müsst ihr nämlich wieder hier rüber und das Licht anmachen. Ja, gut. Ich mach das dann mal wieder zu, ne? War schön mit dir geschlafen zu haben, dich angeguckt zu haben. Ich habe keine Ahnung, jetzt steht er wieder da, das heißt, wir können ihn wieder aufmachen. Das sieht nämlich auch Power, die scheiß Drecksäcke, die das hier programmiert haben, haben das nämlich echt ganz schön gemein gemacht, dass sogar eine geschlossene Tür Power zieht. Ja, wie auch immer das funktioniert, ich weiß es nicht, aber es ist halt nun mal so. Naja, okay, er ist schon wieder weg. Wo ist er? Okay, er steht jetzt bei der Lampe, dem ist scheinbar kalt oder er mag halt keine Fliegen. Also so Mücken wegzukriegen, einfach eine fette Lampe aufstellen. Boah. Kann mal passieren, ne? Da stehen aber noch beide. Letztes Mal haben uns ja gleich beide angefallen. Komischerweise. Diesmal ist das nicht so, ne? Diesmal fällt uns nur einer an. Verrückt. Steht aber immer noch da. Dem ist langweilig. Boah. Alter. Ist gerade von alleine so runtergegangen, ich schwör's. Ich schwör, Junge, ist von alleine runtergegangen. Also es wäre schon schön, wenn es jetzt langsam mal 3 Uhr wird, denn wir sind langsam wieder bei 50% Power und, ja, 50% Power wären eigentlich ganz schön, wenn das bei um 3 wäre. Denn wenn es nicht so ist, dann haben wir eigentlich schon verloren, wie letztes Mal. Können wir nicht irgendwo noch so eine Batterie reinschieben? So eine kleine? Können wir nicht den Lüfter da vorne ausmachen? 61%, komm schon, dass wir 10% Reserve haben. 10% Reserve. Ey, jetzt komm, mach 3 Uhr, sonst... Oh, danke. Danke Gott. Okay, er steht da. Sind da noch beide? Scheiße, die sind nicht mehr beide da. Der steht da.
jetzt wird's richtig kritisch. Es ist 3 Uhr, wir haben 58% Energie und wir sind praktisch am Arsch. Der steht noch da. Der auch noch da. Okay. Man muss hier richtig taktisch spielen, Mensch. Können wir nicht einfach so ein paar Minen auf den Boden legen? Vor den Türen und dann einfach, wenn sie drauf treten, pum, wäre doch viel einfacher. Vor allem, ich frage mich eigentlich in Horrorspielen oder in Horrorfilmen, eher in Horrorfilmen als in Horrorspielen, was wäre, wenn man das einfach mal umdreht? Wenn man jetzt selber, also der Gejagte, man irgendwie, es gibt ja mal den Bösen und der jagt dann halt den Guten oder so ähnlich. Warum dreht man das nicht einfach um? Warum jagt der Gute nicht einfach mal den Bösen? Ich meine, der Böse muss ja auch mal Angst haben. Der ist ja auch nicht komplett angstlos. Was macht der da? Weiß nicht, der ist doch ein bisschen behindert. So ein bisschen nach dem Motto. Ich würde gerne länger dieses machen, aber ich traue mich nicht, weil wir keine Energie haben. Ein Energieriegel wäre auch nicht schlecht. Guck mal, wir haben so fette Boxen. Können wir nicht ein bisschen Mucke hören? Oh mein Gott, wo ist er? Oh Mann, da ist das ja schon wieder. Toll, schön, dass er so nett ist. Was für ein Wichser einfach. Okay, wir sind schon wieder drüber. Über der eigentlichen Belastung. Ja, komm, hier, hau ab, du. Du böses Junge, sein böse und nicht hier rein dürfen. Wir sind jetzt bei 4 Uhr und haben noch 40%. Ich glaube, das wird schon wieder so eng. Ist er noch da? Nein, jetzt nicht mehr. Okay. Die Ente ist direkt davor. Auf die müssen wir definitiv aufpassen. Aber wo ist Freddy? Freddy ist da vorne. Okay. Der will aber auch ständig Bus bauen, ne? Der kann es nicht mal einen Tag lassen. Jeden Tag. Ich hasse mein Leben. wo ist denn der Sack jetzt? Oh my goodly diddliness, er ist weg. Okay, er ist da. Er ist da und die Ente ist hier. Okay, 35% Power. Puh, wir brauchen wieder mal Austin Powers. Austin. Oh, 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 Austin. Austin, Austin Powers. Yeah. Der Austin Powers Blues. Ist ja schon praktisch, können wir uns hier wenigstens besaufen. Hier so eine Flasche Wodka rausholen, dass wir das Ganze ein bisschen besser überstehen. Warum steht er jetzt weiter hinten? Ich habe schon gedacht, der Dritte ist unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, was wir die Energie verbrauchen, ob wir das irgendwie ausmachen können. Ach, hasse mein Leben. Okay, die Ente ist so ein bisschen ruhig, ne? Ich glaube, die Ente will eher ein bisschen Ruhe haben. Die möchte uns gar nicht erschrecken, das ist ja einfach viel zu anstrengend. Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Die Ente ist noch da, ist er hier? Tatsächlich. Dieser mieser Wichser, dieser mieser Wichser. Es ist 5 Uhr morgens, ich will es echt nicht verkacken. Ja, gut. Freddy, du darfst dann auch ruhig eine Weile bleiben. Wir haben 24% und sind mittlerweile tatsächlich auf dem Weg des Todes. Frag mich nicht genau, was der Weg des Todes ist, denn ich weiß es selber nicht so genau. Alter. Ich hasse dich. Ich sag jetzt nicht. Alter. Ich erschrecke mich immer wieder. Ich habe leider nicht mehr genug Zeit, jetzt noch eine zweite Runde zu machen. Ja, tut mir leid, aber es kommt ja bald die nächste Folge. Es soll jetzt wieder regelmäßig werden. Ich muss nämlich gleich wieder los. Ich schneide und brenne das jetzt noch schnell und dann lade ich es auch hoch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie immer. Nächste Folge wird das bestimmt was. Es war so knapp. Es war so knapp. Es war nur, weil ich dann nochmal nachgucken musste. Hätte ich einfach nur noch ein bisschen gewartet, dann hätten wir es geschafft. Aber wir wissen jetzt, wie wir mit der Energie umgehen müssen. Und wir wissen jetzt, wie Freddy und die Ente tickt. Also denke ich, dass es nächste Folge wirklich für Nacht 2 Zeit wird. Ich habe keine Ahnung, wie das in den nächsten Nächten wird. Ich glaube, da werde ich einfach so verrecken. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und sage jetzt wirklich ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Pfiffe neigt's ad Freddy Bus bauen. Der Freddy ist nämlich verdammt böse. Entschuldigung, ich habe was fallen lassen. Hehe, okay, jetzt aber wirklich ciao. Tüdelü.